Willkommen zu einem neuen Teste-Dich-Video. Im letzten Teste-Dich-Video haben wir ja getestet, wie gut ich Selena Gomez kenne und wer könnte jetzt noch fehlen? Richtig, ihre beste Freundin. Heute testen wir, wie gut ich die gute Taylor Swift kenne. Und ja, ich denke mal, das sollte nicht allzu schwer für mich sein. What? Naja. Fangen wir an, wir haben wieder nur 30 Sekunden Zeit, deswegen muss ich mich relativ beeilen. Die erste Frage, wann wurde sie geboren? Das war am 13. Dezember 1989. Nächste Frage, mit welchem Song wurde sie hier bei uns in Deutschland bekannt? Ich glaube, das war mit Love Story. Mit wem sang sie ein Duett? Das war mit wem denn? Keine Ahnung. Bestimmt mittlerweile mit jedem, aber da das von 2010 ist, tippe ich mal auf, keine Ahnung, wer ist das überhaupt? Aber keine Ahnung, hört sich gut an, hört sich gut an. Wer hat mit ihr am Telefon Schluss gemacht? Einer von den Jonas-Typen anscheinend. Ich tippe mal auf Joe Jonas. Fünfte Frage, in welchem Film spielt sie mit? In Weihnachten, Vatertag, Halloween, Valentinstag oder Muttertag? Moment. Das ist in Valentinstag. Und schnell die Frage beantworten, bevor die Zeit wieder vorbei ist. In welcher Serie hatte sie einen Gastauftritt? Das war in CSI, den Tätern auf der Spur. Wen spielte sie in CSI? Sich selbst oder eine von diesen Kunstfiguren, denke ich mal. Ich tippe einfach mal auf Hilary Jones, da habe ich keine Ahnung, die Sendung habe ich nicht gesehen, also die Serie. Achte Frage, wie hieß ihr Debütalbum? Das hat ihren eigenen Namen, das hieß einfach nur Taylor Swift. Ja. Wie viele Grammys bekam sie, da der Test von 2010 ist? Mittlerweile sind es wahrscheinlich mehr geworden, aber tippe ich einfach mal auf 2, keine Ahnung, wie viele das 2010 waren. Ich gebe mal auf 2. Davon bekam sie einen Grammy für das beste Musikvideo. Ich glaube, das war sogar für den Song Mine, wenn mich nicht alles täuscht. Also auf jeden Fall hat sie dafür einen Preis bekommen. Ob das ein Grammy war, keine Ahnung. Zur Auswertung, Trommelwirbel bitte. Echt cool, du weißt echt viel über sie. Sie haben 8 von 10 Fragen richtig beantwortet. Warum nur 8 von 10 Fragen? Ich habe mal einen anderen gemacht, vor der Aufnahme. Da hatte ich 9 von 10 Fragen, aber ich glaube, der war noch ein bisschen älter. Ja, 8 von 10 Fragen auf jeden Fall. Das war's von diesem Test-Edit-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Playlist zu allen anderen Test-Edit-Videos ist unten in der Beschreibung verlinkt. Und das letzte Test-Edit-Video, wo wir getestet haben, wie gut ich Selena Gomez kenne, ist natürlich auch da unten in der Beschreibung verlinkt. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal.